Wenn wir schon über Dreck heute reden, dann habe ich Ihnen natürlich auch ein wenig Dreck mitgebracht. Sagen Sie, kennen Sie das? So eine Portion Dreck und ein Stecken. Sie zusammen bilden das geflügelte Wort Dreck am Stecken. Vermutlich kennt jeder jemand, der Dreck am Stecken hat. Schließlich kennen wir uns ja auch selber ganz gut. Oder kennen Sie das? Eine Portion Dreck und ein Vogel, ein ganz kleiner Vogel, vielleicht ein Spatz. Das kennen wir, oder? Den sogenannten Dreckspatz. Also ich jedenfalls kann mich schon erinnern, wie ich von meiner Mutter oft so genannt wurde. Zu Recht oder zu Unrecht. Schließlich lieben wir es als Menschenskinder, von Kindesbeinen an uns mit oder im Dreck zu beschäftigen.